Ich habe dann aus. Ups. Ich habe da ein Ausrufezeichen. Ach ja, da fehlt der Dietrich. Okay, ich gehe mal ins Wohnzimmer. Warte, ich kann mal speichern. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Wohnzimmer. So. Hier, Pendel. Schnauze! Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mittel für drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats, heißt es nicht diesen Monats, von New Orleans zur Gemeinde Dalvey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Jarvis. Okay. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dalvey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Was ist der? Der unverhüllte Abgrund. Clive R. O'Brien. Klingt gut. Ja, der Dativ ist dem Denitiv, ja, dem Genitiv sein Tod. Schon klar. Okay. Ja, warum hat es geflimmert? Warum? Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Dietrich, okay. Auf geht's. Schublade, zeig mir, was in dir ist. Schlüsseldienst. Boah, wie lang bist du? Ich bei solchen Spielen, da speichere ich 500 Mal. Die Kassette angucken kann ich, wenn ich wieder ganz zurückkomme. Und ich wüsste nicht, wie momentan. Weil ich dazu in den Keller, nicht in den Keller müsste. Dort, also, warte mal. Karte. Kann man... RC... C... Nee, das ist nicht... Das ist nicht die Karte, die ich meine. Aber im Keller, da hätte ich wieder zurückgemusst. Also der hat mich ja hier reingebracht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurück zu dem Videorekorder komme. Monoköpfe im Verarbeitungsbereich finden. Ah, Verarbeitungsbereich? Verarbeitungsbereich? Zimmer der Großmutter, aha. Schlafzimmer der Eltern, da will ich gar nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Die Flinte bekommen, ja, das wie auch immer, ne? Hallo? Oh Gott, ich dachte, der Ventilator. Oh Gott, kann ich den wegmachen? Hi! Ich habe nichts gesehen, also lasse ich es erstmal. So, den kann ich jetzt anbringen. Wetten, wenn ich die Tür aufmache, dann begrüßt mich wieder einer mit seiner Schaufel und dann. Bin ich wieder am Eimer? Ja, deswegen. Ich komme da ja momentan nicht hin. Hi, Omi. Okay. So. Okay, war da hinten noch was? Nee, da war... Okay. Ich hasse Badezimmer.
Ja, so sieht es bei mir auch immer aus, wenn ich bade. Oh, warte mal. Oh! Höllische Sachen, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns. Ups! Ich wollte doch gar nicht schießen. Ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe? Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst! Also ganz ehrlich, davor hat er 100 Kugeln gefressen. Hallo, Daddy. Es tut mir leid, Daddy. I'm sorry, Daddy. I will not be bad anymore. Ich habe eine Idee, was ich mit diesem Holzteil machen kann. Und ich sollte aufhören, mit dem Messer rumzulaufen. Okay. Ich kann. Dreh dich. Was? Oh mein Gott. Wieso? Die Steuerung. Ich weiß, dass es fast ist, aber ich krieg diesen Dings dann nicht mehr. Ich meine, da. Jetzt muss ich nur noch so ein bisschen wumm. So, ich hatte. Oh. Jo. Könntest du das Ding bitte wegstecken? Danke. Wer baut diesen Mist? Gute Frage, Ethan, aber ich habe da noch ein paar mehr Fragen. Oh, ich habe ein Haar im Auge. So. Ah, Tobi, Mann. Du Klaugscheater. Okay. Wieso ist das hier? Hallo, Hirsch. Ganz leger mit Pfeife. Hey, du. Können wir wegreiten? Ja, das stimmt. Oder wieder so ein Messer. Oder Löffel oder keine Ahnung, was das war.
Ich hätte gern das auf der 1 und das auf der 2, richtig. Und dich brauche ich eigentlich da gar nicht. Aber dich notfalls auch auf der 3. So, danke. Diese toten Viecher überall. Hi, my lonely mailbox. Das ist lieb von dir. Ja, ich wusste nicht, ich dachte, dass man den halt richtig platzieren muss, dass der Schnabel auch da ist, wo der Schnabel bei ihm ist, zum Beispiel. Was ist das? Was finden Sie? Objekte mit dem Psychotonikum? Was? Psychotonikum. Arzneimittel, das kurzfristig die Sinneschärfe durch die Objekte einfacher spielt. Wow. Nee, danke, brauche ich nicht. Ich bin auch blind genug. Daddy? Bin wieder da. Ich finde es so interessant, dass selbst beim Drehen der Boden so knarzt. Okay. 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann. In 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Aha. Das ist aber hübsch. Wohnen hier Kinder? Frag dich mal, ob Lukas nicht vielleicht das Kind ist. Das geistige Niveau ist ungefähr da. Kann ich das zumachen? Oh. Lecker! Oh, das ist immer so boom machen muss. Okay. Das ist viel zu ruhig. Das könnten all die Opfer sein. Naja. Ja, da gehe ich bestimmt voll gerne rein. Ach komm. Boah, da passiert jetzt wieder was. Okay. Daddy! Komm, Tür fall zu. Wow! Was zur Hölle? Was bist du? Ich weiß nicht, der sieht so aus, als ob ich ihn nicht bekämpfen sollte. Hi. Ich bin auch so. Es bringt halt überhaupt nichts, so zu gucken. Der Bildschirm wird sich nicht bewegen dadurch. Ja, man sollte sowieso keinen Tinnitus haben, kein Headset aufhaben, wenn ich einem ins Ohr brülle. Babe? Babe? Hi? Na, Babe? Wow, wow, ich strahle.
Wo ist er hin? Ja. Das klingt lustig, Tobi. Und so. Ja, nee. Keller könnte mich machen. Hi. Na? Ist ja lieb von euch, dass ihr mir Musik laufen lasst. War das Psychotronikum? Ups. Der spielt gar nicht. Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du dir Reliefs finden, die wie ihre Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, da ist der Schlüssel hier raus. Jo. Ich will das nicht. Pistolenmuni brauche ich. Gott, habe ich viel. Dich brauche ich ja eigentlich auch noch nicht. Jetzt weiß ich ja, wo so eine Kiste steht. So. Hallo Jump Optics. Das ist ja süß. Oh. Kann ich wieder in den Raum gehen? Der war irgendwie... Och, Schleimviech, nicht schon wieder, oder? Hier unwohl. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh Gott, die Schatten. Ich fühle mich hier wirklich unwohl. Oh, vor allem diese Ecke. Oh nee. Da kommt gleich was hinter dieser Ecke. Oder der nächsten. Hinter der, glaube ich. Hinter der kommt was. Sagita! Ich glaube nicht, dass es Opi ist. Oh mein Gott! Ich bin keine Schisserin, ich möchte Muni sparen.
Alter, kannst du mal aus dem Weg gehen? Die sind hier über... Ach, das sind so zombieartige Dinger. Kommst du jetzt? Hallo? Hallo? Ja, hallo, 34 Schuss sind nix bei meinem Aim. Hallo? Bitch. Sag mal, verschwinden die einfach? Hey, das finde ich gut. Lucas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und dein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Ofen. Links. Und 3A plus Hand. Abdruck. Abde. Danke. Ja? Wenigstens einer versteht mich hier. Ganz links. Travis. Boah, bitte, Mann, erschreck mich nicht so. Alter, deine Mutter war einfach ein Pferd. Oh ne. Ich hol mir doch gleich selbst einen raus. Von den Viechern. Darf ich dich jetzt öffnen? Hi. Warte mal, da will ich nicht hin. Das ist mir zu groß. Da. Ach, bitte, lass mich in Ruhe. Komm schon. Gut und selbst? Okay, du kommst also immer wieder. Du kannst ja voll schnell rennen. Du Usain Bolt. Achso, das ist doch gut. Dem sein fucking Ernst. Wow, wow, wow. Behalt deine komischen Hände mal bei dir, Junge. Wow, dafür.
Spiel ist kacke. Ups. Ey, warte mal kurz. Oh, wow.